Ein herzliches Willkommen unter Lutzer im weiteren Part Let's Play Days Gone. Ich bin Simon Muffix. Bevor wir gleich mal wieder wüst unterbrochen werden, so wie das irgendwie immer hier der Fall ist, ein kurzer Satz hier. Oh, Crazy Villas infiziertes Nest. Wollen wir da mal hinrasen? Ach, da muss ich die Nester kaputt machen. Das wäre nicht schlecht, weil auf dem Weg können wir natürlich auch Sprit uns holen. Hier haben wir natürlich eine... Schnellreise haben wir hier für einen Punkt näher. Das ist auch gut. Wir rasen jetzt da erstmal hin. Komm. Aber der Punkt ist näher. Nee, wir gehen da an. So, also was beim letzten Mal geschehen? Wir waren hier unterwegs, haben... stell die Stromversorgung... Alter, es gibt viel zu viel Aufgaben, Mann. Viel zu viel Aufgaben. Wir gehen erstmal zur Stromversorgung. Beim letzten Mal haben wir, um jetzt hier auf den Punkt zu kommen, ein Banditenlager ausgeräuchert, was hier in der Nähe von unserer Station war. Haben Bowser die Ressourcen gebracht und sind hier immer noch dabei, nach Norden aufzubrechen. Ich? Jetzt hast haben wir schon mich? Wieder 109.000 Aufgaben. Hast du gesagt, du fährst nach Norden? Boseman, nein. Du weißt doch, ich hau nicht ordentlich ab. Ja, ich weiß, ich bin nicht ganz auf der Höhe. Was ja bei deinen Verletzungen kein Wunder ist. Ja. Dann kümmere dich um Alvarez, okay? Deke, das wäre mir echt wichtig. Ja, Bowser. Jetzt ruh dich aus. Deke, Ende. So, 26% haben wir noch hier. Schön, dass da mal immer eine Anzeige ist. Stell die Stromversorgung her. Wo bin ich denn hier schon wieder reingeraten? So. Ich wollte gerade sagen, ich sehe niemanden. Tja, das hat sich klar da übrig. Ganz ernsthaft. Das ist nicht gut. Deke, oh verdammt. Ich hab satt, dass Drifter in mein Camp kommen und meine Leute einfach so umbringen. Was ist los, Cop? Ein Mann kam hier, voll auf Droge, ballerte rum und verschwand dann wieder. Manny sagt, sein Bike hatte einen roten Tank und er trug eine Art Motocross-Helm in Silber. Okay, wenn ich jetzt losfahre, dann kriege ich ihn vielleicht noch. Ich will ihn leben, Deke. Lebend? Lebend. Schnapp dir den Kerl und funk mich an. Wir holen ihn dann und hängen den Scheißkerl auf. Wird Zeit, diesen Drifter-Arschlöchern zu zeigen, dass hier im Camp Recht und Ordnung herrschen. Ich meine nicht dich damit. Schon gut, ich finde ihn. Alter! Verdammt! Ich habe nicht gesehen, dass da noch einer hinter mir ist. Ja, habe ich ja schon eine Breitzahl gehabt bekommen, aber zum Glück hatte ich eine schöne Nieren-Injektion, deswegen haben wir ein bisschen mehr Leben. So, und Strom herstellen war eigentlich unsere Hauptaufgabe, Mann. Ja, also, den werden wir verfolgen, wenn wir mal dazu kommen. Davor kümmern wir uns aber erstmal was anderes, und zwar, dass wir unbedingt Sprit brauchen. So, Baseballschläger aus Holz, nö. Ich bleibe mit meiner schönen Hackenaxt. Ach verdammt! Ah, wir sind ja nicht mal richtig. Das ist einfach nur irgend so ein dummes Lager. Na toll. Und schon wieder kommt ein Sturm. Alter, was? Du bist so ein Hohlkopf. Anstatt, dass du einfach die Leiter nimmst. Naja, okay. Ich habe keine Ahnung, wie wir uns diese Aufgabe gegeben haben, dass wir hier einen Sturm wiederherstellen. Wiederherstellen sollen. Ist das jetzt... Ich bin mir ganz sicher, das ist der Ort, wo wir vorher schon waren. Naja. Wir rasen jetzt einfach mal hin und schauen. Es sind ja echt gar keine Zombies, also dafür, dass er Zombie hinweg soll. Ohne Lachgasfahrer, das kannst du keinen Boost durchführen. Kaffeeverbesserung und Cap-Mechaniker. Ja, okay. Ja, Lachgas. Das finde ich übrigens nett, dass man das als Antrieb benutzt. Aber mal eben das seine. Okay, neblig ist es hier. Das ist natürlich gut. Warum wurde der Scheiß hier nochmal vergraben? Ach ja, weil sie Arschlöcher sind. So, ich habe gerade Zombies gesehen. Also nicht Zombies, aber einen der roten Punkt. Ja, das ist ja nur wieder der Nero aus Punkt. Aber das ist in Ordnung, das ist in Ordnung. Das ist nicht in Ordnung. Alter! Alter!
Alter! Scheiße, Mann! Leute, Mann, also, das Spiel kriegt ja echt keine Gnade, Mann. Ich wollte jetzt so ganz cool Dead Rising-Style durchrauschen. So, dann lass mir, ich denke, das Camp erstmal hier beiseite. Weil das ist ja Schwachsinn, Mann. Wir können zwar, diese Hinweise, wie die nerven, Mann. Wie die einfach mal so richtig schlecht immer reinploppen. Das Einzige, was wir noch versuchen könnten, wäre... Aber die sehen uns immer, oder? Das sage nicht ich. Der Herr hat uns die Macht über sie gegeben. Da kommen sie alle, die hässlichen Viecher. Sie wollten mehr, als uns das Benzin ausgeht. Die Frage ist nur, ob sie auf uns drauflaufen. Damit sie die Macht in ihren Händen konzentrieren konnten. Und wir wollten Dämme für Elektrizität bauen. Doch ihre, es wäre schön, wenn man die einfach so weglocken könnte, aber das klappt da wahrscheinlich nicht. So. Ein paar Tüpfelhuhus waren wichtiger als die gesamte Holzindustrie. Jetzt, wo die Behörden verschwunden sind, sagen wir haben den Mittelsmann eliminiert. So. Jetzt. Niemand kann uns verbieten, so, es zu nehmen, was uns gehört. Benzin. Erstmal Koblenz für Radio Free Oregon. Glaubt, die lügen nicht. Wollen die mich echt verarschen? Weißt du was, Korb? Die Benzinpreise sind gerade ziemlich niedrig. Ah. Die schießen auf mich, diese Penner. Habt ihr echt nichts Besseres zu tun? Da nebenan ist eine Horde. Das weiß keiner von euch, oder? Lass mich doch mal hier mal mein Benzin nehmen. Einfüllen, okay? Dann können wir weiterspielen. Oder du steigst einfach auf. Also Leute, mit der Steuerung bin ich echt noch nicht so. Mit der Steuerung werde ich echt nicht warm, Mann. So, also ich drücke da Viereck. Dann muss ich da wieder Viereck drücken. Ah, nee, dann muss ich Kreis drücken, okay. So. Mal nochmal ein Schnellspeichern. Wo ist denn da die Stromanlage? Ich will das schon versuchen. Mann. Weil jetzt ist mein Bike immer mal wieder voll aufgeladen. Dann sollte es eigentlich doch verdammt nochmal hinhauen. Also mit der, man bräuchte unbedingt mehr Ausdauer. Weil wenn man mehr Ausdauer hat, dann wäre das gar nicht mal so schwer. Weil wenn ich da jetzt hochgehe, dann sehen die mich wieder, dann hüpft wieder mich die ganze Horde an. Das ist auch ein Schwachsinn. Ich könnte natürlich auch versuchen, das ist eigentlich, also mein Plan ist ja eigentlich, so irgendwas so Benzinartiges dahin zu schmeißen und die einfach alle anzuzünden. So, das hat jetzt keiner gesehen. Boah, ist das schwer, Mann. Gutes Timing. Haben die mich jetzt gesehen? Natürlich. Natürlich haben sie mich gesehen. Nein, es kommt die Anlage. Nicht. Verdammter Scheiße. Ich will sie alle zu mir locken. Na, also, mal sehen. Ich hoffe einfach, die kommen hier nicht rein. Ich habe natürlich diese verdammte Anlage vergessen. Ein Neuroinjektor. Genau das, was ich brauche. So, was machen wir? Gesundheit. Ausdauer ist eigentlich nicht schlecht, haben wir gerade gelernt. So. Aber wir werden eh sterben, wenn die jetzt hier reinkommen. Dann ist das eh alles wurscht. Ja, genau. Das ist eine schöne Horde. So, aber naja, es ist eigentlich gar nicht so viel. So viel Xindel. Dieses hässliche Auto, ey, Mann. Wisst ihr, was eigentlich mein Plan ist? Mein Plan ist eigentlich,
dass ich die nehme und genau hier hinlocke. Weil. Warum wurde der Scheiß hier nochmal? So, weil ihr seht ihr, was da ist. Da sind ja eigentlich die so explosive Beltern. Da kann ich wunderschön draufschießen. Aber Leute, das Aim, schau euch das an. Der tut immer Auto anvisieren, Mann. Und das heißt, ich muss von meinem Bike runtersteigen und das ist Selbstmord. Ganz ernsthaft, Mann, ich habe den Strom aktiviert, ich habe meinen Nero-Injektor, ihr könnt mich mal kreuzweise, Mann. Ja, komm, pack die Knarre ein, du kannst eh nicht damit umgehen. So. Frage ist nur, ob die mich immer noch verfolgen? Eigentlich nicht mehr, gell? Aber komm, wir lassen das jetzt, das ist ja Schwachsinn. Das langt mir doch, oder? Das ist in Ordnung, Mann. Das war jetzt echt nervig, aber wir haben es geschafft, so. Schön. Verdammt, Mann. Eigentlich hätte ich es wissen können, dass da dieser dumme Alarm ist. So, was... Ich überlege mal. Ich will es ja doch schaffen, Mann, dass ich da irgendwie reinkomme, Mann. Weil... Aber der beste Plan wäre natürlich einfach weglaufen. Weil ihr seht, sonst gibt es da keine Hoffnung, da hinzukommen. Vielleicht machen die irgendwann mal den Alarm kaputt. Ha. Naja, aber ihr seht, das ist Schwachsinn. Da bin ich jetzt auch noch zu schlecht gerüstet. Komm. Scheiß mal drauf. Genau, wieder gegen den schönen Baum. Und dann geht's weiter. Komm. Wo geht's jetzt eigentlich als nächstes hin? Immer so ist dumme Frage. So. Für die Fahrt, ja. Machen wir dann. Aber jetzt gehen wir erstmal hier hoch. So, das ist das Grab, da gehen wir jetzt als erstes hin. So, hauptsächlich habe meine Injektion bekommen, das ist doch das Wichtigste. Und euch ignoriere ich jetzt ganz sicher. Hui! Also, gegen solche Massen an Zombies, das ist noch echt unlustig zu kämpfen, Mann. Besonders, weil wir halt so wenig Ausdauer haben. Jetzt werden das hier immer mehr, Mann. Alter, habt ihr nichts Besseres zu tun? Willst du mich verarschen oder was? Jumpt sich da auf meinem Bike. Ihr könnt's gerne gegen die kämpfen. Alter, die Zombies haben gewonnen. Coole Sache. Coole Sache. Nein, lieber doch nicht. Ich dachte mir gerade, eigentlich könnte ich da hinlaufen, könnte es die Reste hier alle machen, aber wir versuchen kämpfen so möglichst aus dem Weg zu gehen. Hey Dick, hörst du mich? Ich habe überlegt, zum Holzfällerlager runterzufahren. Die Reste ausräuchern. Es werden hier immer mehr Freaks. Usa? Nein, nein, du gehst dabei drauf. Warte, bis du wieder gesund bist, Bruder. Ich bin sowieso da und ich mach das mit den Nestern schon, okay? Ja, okay. Danke, Dick. Nein, Dick. Warte bis abends. Dann sind weniger Freaks in den Nestern. Oder erledige sie bei Tageslicht. Dann sind es zwar mehr, aber sie sind nicht so stark. Oder wir sagen ihm einfach, dass wir es erledigt haben und erledigen es gar nicht. So. Nachts über sind sie stärker, ist ja logisch. Aber ganz ernsthaft. Der eine Typ schwingt sich da auf meinem Bike. Das war eine Aktion. Ja, genau, Mann. Darf ich ja eigentlich... Okay, ich darf keine Heil-Items einsetzen. So. Kann ich das nicht auf die Schnellwahl-Taste machen? Nur manchmal. Ja, das ist jetzt halt nicht so wie bei den normalen Menschen da, wo ich jetzt... Die Frage ist, wie gehe ich da jetzt vor? Ich kann natürlich die jetzt schon anlocken und hinlocken und so. Aber effektiv ist das nicht. Das ist ja das Problem. Aber ich muss ja hin... Und die dummen Nester kaputt machen.
Freak-Infizierung. Freak-Infizierung sind äußerst gefährliche Gebiete, in denen sich Freaker versammeln, um ihre Nester zu bauen und am Tag zu ruhen. Räume alle Nester bei einer Infizierung, um eine schnelle Station zu halten. Müsste gleich um die Ecke sein. Jetzt wäre ein Schalldämpfer nicht schlecht. Wartet. Wir machen das ganz taktisch und methodisch. So. Ja, komm. So. So. Ein Schwärmerohr. Was gibt's Schöneres? Noch ein Nest. Dann mal los. Wo ist da das Nest? Ach, da drinnen. Okay. So. Dann dreht er sich um. Ich hoffe, es gibt nur keine speziellen Infizierten. So, da kommt die Brut raus. Also. Alter. Schlechte Idee. Schlechte Idee. Ja, genau. Pack das Fern raus. So. Hauptsache ausgeräuchert. Das war das Wichtigste. Boah, das ist ja echt nice, Mann. Das ist echt nice, Mann. Und da sind jetzt noch mehrere von denen. Ja, super. Alter. Die Frage ist, muss ich jetzt da alle Zombies in dem Gebiet dann auch besiegen? Dafür ist natürlich das Jagdgewehr nicht die optimalste Waffe. Naja, wenn man brennt, ist gut. So, wir lassen das Bike jetzt mal hier, speichern und gehen weiter. Ich muss mir doch eine andere Waffe nehmen, Mann. Da doch lieber so AK oder sowas, Mann. Ich bin leicht überfordert, Mann. Zu viele Gegner, zu viele schlimme Sachen. Wir machen aber irgendwie alles so halbgar. So, dann gehen wir weiter. Was ist eigentlich das immer für ein Symbol, was da hinten auftaucht? Ja, genau. Ja, genau, für was weiche ich eigentlich aus? Das Ausweichen ist auch nochmal das, was mal war, oder? Nimm mal Medikit, komm. So. So, Waffen kaputt? Ja, klar. Ist schon in Ordnung. Trotzdem, da war Ausrufezeichen. Ein Fragezeichen. Mir würde sehr stark interessieren, eigentlich, was das war. Da ist eine Horde. Die haben mich schon wieder. Alter, die können mich doch nicht immer sehen. Ich war noch nicht mal vernünftig bei ihnen und die haben mich schon wieder gesehen, Mann. So, was habe ich denn? Eine Rohrbombe? Okay, einer nur noch. So. Irgendwie ist das nicht das effektivste Kämpfen, oder? Das ist ja eine Sache, Mann. Das ist ja echt hammernice. Und die hat mir auch schon wieder gesehen. Ich glaub's nicht, Mann! Genau, Mann. Heil doch! So. Jungs und Mädels, Mann. Ist das schwer hier, Mann? Sich einfach durch die Gegend zu bewegen. Nick, hörst du mich? Ich habe ein paar Sachen für dich gebaut.
falls du rumkommen willst. Usa, danke. Ja, ja, ich komme rum, sobald ich kann. Dicken Ende. So, aber mir ist das jetzt wurscht, wisst ihr wieso? Weil jetzt machen wir das anders. Jetzt machen wir das auf die brutale Art und Weise. So, Muni? Haben wir noch. 12 Stück. Okay. Jetzt gehen wir da hin. Was habe ich da? Pilze. Okay. Da ist eigentlich gar nichts. Die haben sich einfach nur so angegriffen, weil sie kacke sind. So. Und da müssen wir jetzt hin. Wir hätten gleich jetzt zum Friedhof gehen sollen. Wir hätten uns um diesen ganzen Kack nicht kümmern sollen, weil dann wird es uns jetzt besser gehen, Mann. Jetzt habe ich ja echt viele meiner Ressourcen verballert. Und zwar richtig hart unnötig. Munition, meine guten Medpacks. Das war eh nicht gut, Mann. Das war echt nicht gut, Mann. So, aus dem Nichts. Oh, mein Bike ist hier. Das ist aber nett. Das ist aber echt nett. Ich krieg das hin. So, reparieren, genau. Okay, Leute. Das Bike ist wieder fit. Wir sind auch halbwegs fit. Und da machen wir jetzt erstmal einen kleinen Cut. Beim nächsten Mal geht's dann weiter mit Days Gone. Bis 10.03 Uhr. Wir sehen. Ciao.